Wir sehen das zweithässlichste Holz in Minecraft. Und das hässlichste ist Akazie, oder? Genau. Und das hübscheste, da streiten sich die Geister. Also das zweithübscheste ist das Blaue aus dem Nether. Ich muss mal ganz kurz... Die habe ich noch gar nicht so wirklich mit mir angeguckt. Hab ich auf Eldercraft und die sind ja halt blau und rot und das sieht richtig geil aus. Also wenn wir mit dem Boot auf dem See da links rumfahren. Moment, ich muss mal ganz kurz ein bisschen hoch. Ich muss ein Bild machen. So, und euch habe ich wieder mit drauf, das ist nice. Ich sehe eigentlich mal. Ich bin direkt unter euch. Und da hinten. Ach da. Oh, schade. Ich dachte, Darko wäre das gewesen. Ich will kurz was gucken. Nee. Darko? Was? Ich bin keine Frau, vergiss es. Der Hintereingang bleibt zu. Oh. CO2, ich wechsle das Boot. Okay, tschüss. Nö. Geht das eigentlich? Ja! Oh, das. Oh. Ja, fahr mal rechts rum, da ist ein Fluss. Wir können ja so. Da kommen Berge. Da fahre ich jetzt nicht rum. Darko hat das Boot eingesammelt. Wir wollen doch sowieso irgendwie zurück. Das heißt, wir könnten uns so leicht südwestlich halten, eigentlich. Ich saug schon wieder. Ja, weil ich gerade auf die Koordinaten geachtet habe und nicht auf irgendeine Anzeige bei mir. Ich habe sowieso keine Ahnung, wo uns zu Hause ist, koordinatenmäßig. Okay, Darko muss einmal sterben, damit er uns die Kurzdampf von zu Hause durchgeben kann. Ich habe ja mein schlaues Buch nicht dabei. Nee, aber du spawnst ja dann am Spawnpunkt und das ist bei uns in der Base. Ich weiß gar nicht, wo ich spawne, weil ich habe ja das Bett abgebaut. Bei dir am Haus? Nee, hier. Ja, deswegen spawnst du am Spawnpunkt und das ist doch auf dem Ding, da wo der Golem steht. Bin ich beim ersten Mal auch nicht eigentlich. Beim ersten Mal bin ich in irgendeinem Dschungel gespawnt. Ich hab den, Hast du im Dschungel gespawnt? Hast du nicht die Koordinaten aufgeschrieben? Wie denn? Ich oh, Dorf. Das war das, was du dir nicht die Koordinaten von einem Dorf auf, ach, von einem Dschungel aufgeschrieben. Ich hab den Welt. Oh, meine Schmelze. Haha. Meine Kirche. Ja, da gibt's den Brauchstand drinne. Meine Kirche. Bitte alle Kisten durchgucken, ob es eventuell Dings hier drinne gibt. Wie hieß denn das? Hier, Blaze Powder. Oh, ich hab einen Schmied. Der verkauft nicht wirklich was Tolles. Wir haben doppeltes Glück. Was Kirchen anbelangt, ich hab zwei. Läuft. Haben wenigstens doch ein positives Ergebnis hier rausgeholt. Ui. Die ganzen Crafting Stations, bis auf halt den Komposter, vielleicht. Glocke mitnehmen, da lassen? Lass hier, die kann man doch bauen, okay. Oder? Ich hätte gern eine für mein Haus. Ja, es ist halt die Frage, wenn wir hier wieder herkommen wollen, wäre eine Glocke zum Verteidigen des Dorfes nicht schlecht. Darum frage ich so. Aber ich kann nicht sein, dass das Dorf groß ist. Ja, es geht nach hinten sehr weit. Und dennoch sind wir kaum nennenswerte Villager.
Es kann auch sein, dass die schon ihren Beruf verloren haben, weil ich schon einige der Crafting Stations mitnehme. Was war überhaupt in der Schmelze drin, Hulk? Ein Eisenhelm, Diamantpferde-Rüstung und ich glaube Settlings. Die habe ich da drin gelassen. Hier ist noch ein Farmer. Ja, Hulk hat die Kartoffeln rausgeworfen. Glaube ich jedenfalls, oder? Ja, ich habe keine Kartoffeln rausgeschmissen. Aber CO2, warum baust du die Sachen ab, wenn du dir das craften kannst alles? Geht schneller. Ja, aber so können wir jetzt, falls sie irgendwas nicht nennenswertes haben wollen, nicht handeln. Zum Beispiel das ganze Essen. Ich guck immer, ob ich schon, also ich lasse einmal in jeder Form immer da. Ja gut, Alk, aber das Villager-Dorf, was wir wirklich hochtraden wollen, ist ja woanders und ist näher. Er ist sicher, dass das näher ist, also... Mir ist es halt egal, wir können auch dort, wo wir angefangen haben, hinzubauen, das weiter nutzen. Das ist auf jeden Fall näher, Alk. Und das, was dazwischen liegt, zwischen unserer Base und dem, wo wir hinbauen, da haben wir ja auch schon Zeug mitgenommen. Da brauchen wir auch nicht mehr traden. Ja, da brauchen wir nicht mehr hin. Da hinten ist noch Weizen. Und ich habe leider Gottes keinen Lectern gefunden. Das war das Einzige, was mich wirklich interessiert hatte. Ein was? Ein Lektor? Ach so, ja. Für Bücher. Mhm. Wollen wir? Ja. Wo seid ihr denn? Ich sehe CO2. Etwas hinterm Dorf. CO2 ist links von mir. Etwas hinterm Dorf? Ja, hier kommt dann so ein Bach, Wasser, Flussgedöns, Dings, Bums. Welche Himmelsrichtung hinterm Dorf? Süden. Nee, okay, ja doch Süden, aber wir wollten ja eh nach Westen. Ja, aber dann kommen wir jetzt erstmal zu dir. Wollen wir nicht einfach erstmal zurück? Es wird trotzdem noch ein bisschen dauern, bis wir zurückkommen. Ja, wir haben ja keine Cords. Hat sich keiner von euch jetzt ernsthaft? Nö. Also ich weiß nicht, die Cords. Problem ist, ich finde Ike auch gerade nicht. Ich sehe euch jetzt aber auch nicht wirklich. Ich zähle CO2 gerade nicht mal mehr, weil ich kurz angehalten habe. Wow! Ich sehe dich aber noch. Ich lieg erstmal im Bett. Ich auch, ist Tag. Ach da. Bevor wir jetzt sinnlos weiterlaufen, haben wir nicht irgendwo Ike, wir haben uns doch safe schon mal die Cords hin und her geschickt. Das haben wir, glaube ich, immer per Ansage gemacht, wo die sind. Ja, doch. Die müssen wir doch. Was, du hast doch einen Screenshot da auch davon gemacht. Die müssen wir irgendwo. Ich habe keine Screenshots mehr von früher. Oh. CO2, was siehst du gerade aktuell vor dir, wenn du in deine Richtung einen guckst? See. Einen großen, einen kleinen? Großen. Einen mittleren? Ich sehe hier halt auch einen See. Klettern auf einen der Bäume drauf. Oak Trees? Ja, Oak und Birke ist hier überall. Genau, ist in der Nähe der größte, soweit ich es sehe. Ich sehe noch die Kirche des Dorfes. Ich gehe nochmal zur Kirche zurück. Okay, ich komm. Dann müsstest du mich ja gleich sehen. Wir sind, wenn man auf die Kirche, auf die Rückseite der Kirche guckt, sind wir rechts an diesem See. Da steh ich. Welche Kirche? Ach da. Ja. Lol, ich war da drüben am See. Ich weiß auch nicht, wieso CO2 in die Richtung aber gegangen ist. Nach Süden. Ich stand, sagt er, wäre im Süden, also bin ich. Also ich hatte nach Süden geguckt, klar. Bin auch nach Süden. Wo ist er? Ich bin hier noch im Wasser. Ja, ich bin halt in die. Das stand dort drüben. Da ist auch nochmal so ein See. Ja, aber bevor wir jetzt wirklich weiterlaufen, wo ist der Haupt? Und die Koordinaten sagen kannst. Na, gute Idee. Dich! Ich
glaube, ich wanted ihn. Ich will es aber nicht rausfinden. Ach du Scheiße. Ich lauf zurück. Es ist nicht zurück. Wir sind. In welche Richtung sind wir aufgebrochen? Nordosten. Dann müssen wir Südwesten. Das ist in die Richtung dann. Okay, hab nichts gesagt. Ich dachte irgendwie, wir laufen gerade wieder nach Norden. Eieiei. Spätestens wenn wir einen Sumpf finden, wissen wir, wir sind richtig. Weißt du denn noch die Chords des Dorfes? Und wie geht's euch so? warte, ich bin der Einzige, der bisher geliefert ist. Wie sind die Koordinaten von wo wir auf euch gewartet haben, als er gestorben ist? Die haben wir im Chat geschrieben, stimmt. Ja, ich kann nicht hochscrollen. Minus 7000, 4700. Und nein, ich war der Meinung, irgendeine Zahl hatte 6100. Lass uns da hin, weil von da aus kenne ich den ungefähren Weg. Ja, von da aus kennen wir alle den Weg, würde ich mal sagen. Ja. Und toi, 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 ich habe meinen Kindern gesagt, sie sollen die Klappe halten und schlafen. Ich will aufnehmen, die schlafen. Läuft. Kann man als Ausrede ja jetzt immer sagen. Nee, ich weiß ja, dass die mindestens einmal aufstehen und gucken kommen, ob ich auch wirklich aufnehme. Der Große weiß ja, dass ich OBS nutze. Und wenn der nicht sieht, dass das offen ist, dann meckert er wieder rum. Der Kerl hat ja auch schon mit OBS gearbeitet. Was hat der bitte aufgenommen? Fortnite-Videos über meinen Account. Die sind aber nicht online, oder? Doch, die sind auf seinem Channel online, die Fortnite-Videos. Das stimmt, den verlinkst du ja auch. Es ist aber, ich schieße mich dort Anfang des Jahres irgendwann gewesen. Ich lasse ihn halt momentan nicht mehr an den PC, weil es reicht ja aus, dass er seine 1-2 Stunden am Tag an der PlayStation abpimmelt. Yep. Wasser, ich sehe Wasser und Berge. Und der Eck hat kein Boot. Das hat wieder irgendjemand eingesammelt, schön. Alk, hier liegt ein Boot für dich an. Ich hab mir gerade eins gecraftet, ernsthaft? Okay, da haben wir alle drei jetzt eins. Also wohin jetzt? Wollen wir zum Ausgangspunkt? Also zu den einzigen Koordinaten, die wir kennen, zurück? Ja. Das ist ja das Einzige, was uns die Möglichkeit bietet, nach Hause zu kommen. Da fahre ich kurz hin, das ist meine. Minus 7000 und 4700. Ich steig mal eben auf dem Boot aus. Wo seid ihr jetzt schon wieder hin? An so einem Netherteil. Kann einer halbwegs vernünftig unter Wasser atmen? Ich hab Türen dabei. Ich hab Atmung 3. Ich hätte gerne mal kurz die Tür. Kommt ihr? Sofort, ich möchte einmal kurz was hier unter Wasser testen. Oder nachgucken. Komm von Tür. Protection 2, Unbreaking 2, Deathstrider, Curse of Vanish. Und eine Goldpicke mit Curse of Vanish, also alles so Crap. Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Okay, schade. Kommt ihr? Was ist... Der Delfin ist kaputt. Ist doch schon als Witz egal. Der dreht sich einfach nur im Kreis. Dann hat er da ein Item zum Spielen. Der hat da gar nichts, der ist mitten im Wasser. Der kann ja trotzdem ein Item sein. Jetzt kommt. Falsche Richtung. Kaputter Delfin.
Hä? Nee. Von da sind wir gekommen. Ich fahre jetzt genau zu den Koordinaten. Ja, aber von da kamen wir gerade. Deswegen? Nee, wir sind kamen von links. Sumpf! Wir haben was Neues entdeckt. Ah, nee, den Sumpf hatten wir schon, oder? Ja. Verdammt. Ich dachte, wir hätten was Neues entdeckt. Oh Mann. Alter, der Wiffin haut mich beinahe um. Kann man hier nicht rumschwimmen? Okay. Gut, das wird eine Wanderung. Wollt ihr mal lachen? Ihr habt einen Sumpf, ich hab ein Dorf. Wo bist du schon wieder? Ich bin seitlich neben euch hergeschwommen. Gut, wo seid ihr überhaupt alle? Ich bin hier in einem Dorf. Du musst einfach dem Weg ein bisschen folgen. Der Küste ein bisschen folgen. In die Richtung, in die wir schon gefahren sind. Ist nicht das Dorf, wo wir gerade drin waren? Nee. Nee. Sicher? Ja. Während die Schmiede sich krallt. Dreimal darfst du raten. Na gut, Alk. Wer hat das ganze Dorf schon durchgelunzt? Ein Alk. Genau. Was brauche ich denn nicht? Hier, CO2. Wie beschädigt ist denn deine Eisenrüstung? Gut beschädigt. Kannst du schon mal zwei Teile reparieren? Hier kriegst du nochmal Goldschuhe, die sind noch komplett heile. Ja, mehr kann ich nicht. Wollen wir? Ich würde gerne heute noch zurück sein wieder. Ja, wir müssten ja eigentlich bloß weiter in die Richtung, dann müssten wir eigentlich schon nach Hause kommen. Ich würde wirklich von unserem Punkt aus, von zurück zu dem Punkt, weil da wissen wir safe anstelle, dass wir jetzt tausendmal hier Umwege laufen. Wie viel Platz habt ihr im Inventar? Ich, 3 Slots. 8 Slots. Ja, okay. Von wegen, oh, du bist überfüllt. Ich bin kein Geier, der gleich auf jedes Dorf zu rennt und niemand anderen eine Chance lässt, irgendwas mitzunehmen. Es war purer Zufall, dass ich das gefunden habe. Es wird schon wieder. Hi, Creeper. Wen hat's erwischt? Mich nicht. Schade. Liga. Oh, immer dieses ins Bett gehen. Dann wollte ich das Bett unter deinem Arsch wegbauen. Wohin willst du jetzt eigentlich? Wieso ich? Ich guck jetzt einfach nur oben auf die Koordinaten. Mir ist es scheißegal, wo ihr hinrennt. Ich renne jetzt CO2 hinterher. Ich hasse den Idioten mit seinem Moped. Das hört man jetzt bestimmt richtig schön. Ich hör's. Der macht immer mit Absicht hier lautlos, weil ich dem eh mal blöde gekommen bin. Der hatte nämlich eh nochmal gefragt, was ich mit meinem vor allem zwei PCs zocke, wo ich den über die Straße gerufen habe, wieso zwei PCs, das sind zwei Monitore. Und dann habe ich ihm noch gesagt, so egal, was ich zocke, weil es geht keine Sau was an. Ja, und seitdem geht das hier los. Ja, aber ein Moped macht doch nicht so einen Krach. Doch. Leider Gottes schon.
Weil bei mir sind ja alle Fenster zu. Da wird ja allgemein das Geräusch nochmal gedämpft in der Wohnung übertragen. Gedumpft. Neues Wort. Sprachen lernen mit Bubble. Oder auch nicht. Ich fresse jetzt mal die Öppel, da habe ich wieder einen Platz mehr. CO2 ist so still. Ich versuche mich gerade zu orientieren. Boah, wenn ich dahin... Ja, wir haben Tiger gefunden. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Haha! Scheiße. Aha. Den letzten habe ich nicht mehr. Na, das sieht doch schon. Oh, da ist Sumpf. Und das da kommt mir auch bekannt vor. Das rechts von uns. Rechts ist der Berg. Wir sind bald zu Hause, glaube ich. Darko wollte zu dem Endpunkt zurück. Hier ist eine Babykuh. Wer hat denn hier Kühe gefüttert? Niemand. Die spawnen einfach mit den normalen. Arschlochkuh. Jetzt kannst du mir nicht erzählen, CO2, dass das Absicht war. Ich bin an einem Blatt hängen geblieben. Ach, immer diese einzelnen Blätter. Für mehr immer diese Ausreden. Das Gefühl, wir sind hier nur, wir sind bald da. Also stimmt, weil die eine Koordinate war 6100, ich glaube, das war die Z und da nähern wir uns gerade gut an. Komm schon, dummer Delfin, wo bist du jetzt hin? Unterwasserruine. Unterwasserportal. Ja, Lute. Ich folge einfach Alk. Kann es sogar sein, dass wir damals in der letzten Folge mit CO2 sogar hier da hinten rausgekommen sind? Weil wenn ja, dann müsste das ja eigentlich noch in die Richtung sein. Ich würde mich rechts an der Küste einfach halten, Eik, weil mein Haus liegt ja an der Küste, da wissen wir. Von oben habe ich gerade zwei Kisten gesehen. Jetzt gucke ich drauf und sehe nur noch eine. Ich bin der Meinung, dass es bei knapp etwas mit 10.000 vorne lag. Minus 10.000. Ja, und die hintere Zahl 6.100. Dorf. Dorf. Diesmal darf ich sagen Dorf. Dorf? Wolltest du sagen Dorf oder doof? Dorf. Also du doof. Ist ja das gleiche wie Dorf. Im Übrigen, ich habe 9 Emeralds. Wenn hier jemand was Gutes tradet, sagt mal Bescheid. Ich habe 25. Boah, woher hast du so viel? Wie viel davon? 5. Hier ist so ein Bücherteil, das heißt, hier gibt's in der Bücher traded. Ja, hier. Aber ich hab kein Papier mit. Changeling. Ich hab bloß 8 Papier. Cordies. Ja. Dann gibt mal keine Koordinaten. Brauchst du nicht. Das Dorf ist. Ich bin schon ein bisschen weiter geschwommen.
Ja, aber... Hier ist nix. Kannst einfach nach Hause führen. Das ist ein Witz hier. Die Kisten hatten auch nicht wirklich was Gutes. Ich nehme aber dieses Ding mit. So. Genau. Das können wir beim anderen Villager-Dorf aufstellen. Welches? Bist du arg? Das Lektern? Genau. Das kannst du... Ich bin weiter schon gelaufen. Das kannst du allgemein aufheben. Das stellen wir dann bei uns in die Villager-Farm rein. Toll, ich hasse das eigentlich. Ich bin allgemein weitergelaufen. Es gibt ja 1000 Milliarden Himmelsrichtungen, in die man laufen kann. 8650, 5950. Also Richtung nach Hause. Der Herr kann auch nicht warten. Ich hab Zeitdruck. Und warum? Weil nur noch eine Stunde der Server da ist und ich da gerne noch wenigstens zwei ordentliche Folgen aufnehmen will und nicht nur, wo ich rumrenne. Aber ich glaube, da... Das... Warte mal, bei dem Berg oben wart ihr, da bin ich unten gewesen. Ich hab eine Menge Sand gefunden. Ich bin zu Hause. Ja, ich wollte gerade sagen, das kenne ich hier doch. Und okay, Cordis? Minus 8800 und 6230. Dann bist du direkt hinter Darkos Haus. Okay, ich hab's um 1000 Blöcke ungefähr in beide Richtungen verfehlt. Und zwar zu weit. Passiert. Also 8000, also minus 8000. Insgesamt 8840 und 6360. Minus. Oh, ich sehe Darkos. Ich sah. Okay. Also Haus. Sonst hätte ich jetzt die kurz noch mal in Chat geschrieben. Ne, ich sehe das restliche Haus. Ach, das ist der einzige Vorteil von dem Haus. Es hat ein schönes Dings oben drauf. Frage, kann man von eurem Village-Dorf, was ihr gerade eben gefunden habt, ein Boot einer direkt zu uns? Das vor allem, das ist nicht mal so weit weg. Das sind das vielleicht 400 Blöcke. Da wär's sogar praktisch, wenn wir dort einen Tunnel hinbauen. Das Problem ist, niemand nähert sich jetzt bitte diesem Dorf, besonders nicht bei Nacht. Da müssen wir in einer rasanten Aktion eine Mauer drum bauen erstmal. Könnt ihr mir die Koordinaten trotzdem mal eben geben, weil ich würde zwei Villager haben. Ich würde zwei Villager zu uns holen. Nee. Ich würde wirklich warum das nicht? Dorf nutzen. Ja, aber wir können aber hier auch selbst Villager damit züchten. Würde ich echt noch nicht mit anfangen. Okay. Schade. Allein weil wir. Aber auf jeden Fall, eine Mauer drum bauen. Wie gesagt, ich habe alle Materialien dafür schon fast vorbereitet gehabt. Das willst du nehmen? Pabbelst du dann einfach? Ike hatte mir so ein schickes Foto geschickt damals. Muss ich nur mal schauen, wo das ist. Da, ich kann es dir zweimal schicken. Ich glaube, da hatten die uns vorgestellt.